Willkommen 2021. Willkommen dir. Schön, dass du wieder da bist. Willkommen, lieber Boris. Schön, dass du wieder da bist. Hallo, Andreas. Schön. Freue mich. Ja, wir haben das Thema Willkommen 2021 heute gewählt. Und ihr habt es gerade schon gemerkt in der Anmoderation. Es ist ja mehrdeutig, ne? Und genauso meinen wir das auch. Also schön, dass du wieder da bist. Und ja, das Jahr 2021 hat nun begonnen. Wir können einen kurzen Rückblick machen, denn das Jahr 2021 wird mega spannend und wir haben es ja schon zu Weihnachten so ein bisschen eingeläutet mit unserem großen Geschenkevideo, das ich ja am ersten Feiertag nochmal neu hochladen musste, weil so ein kleiner Fehler da drin war. Aber auch dir nochmal danke, dass du dabei warst, ob nun zu Weihnachten oder später, denn das ist egal. Dieses Geschenkevideo, das haben wir alle zusammen ja für dich gemacht. Es ist ein Geschenk, was das ganze Jahr gültig ist. Und wenn du mal genau hingeschaut hast, hast du gemerkt, dass wir mit keinem Wort Weihnachten erwähnt haben. Ja, genau aus dem Grund, weil es jetzt für das ganze Jahr gedacht ist. Schön, dass du auch dabei warst. Und wenn noch nicht, macht nichts. Ich verlinke es am Ende dieses Videos. Klick einfach darauf und schau es dir dann mal in Ruhe an. Auch Boris war mit dabei und wir hatten in dem Geschenke-Video über Geschenke gesprochen. Boris, ganz kurz, wie war es denn zu Weihnachten? Hast du was geschenkt bekommen? Wir haben keine Geschenke gemacht. Habt ihr nicht gemacht, ne? Nee, schon lange nicht mehr. Ja. Also ich schenke das Jahr über, wenn ich den Impuls habe, etwas zu verschenken, dann mache ich das. Aber ich mag das nicht so fest geregelt von außen. Jetzt ist ein Feiertag und dann schenkst du was. So auf Kommando, das kommt dann nicht aus meinem Inneren. Da sagst du was sehr, sehr Wahres. Mir geht das genauso. Und meine Freundin, die kennt das ja schon von mir. Ich habe irgendwann den Impuls und da habe ich was Schönes gefunden für sie. Und dann kriegt sie das einfach in dem Moment. Und dann sage ich mir, ach, stell dir einfach vor, Geburtstag. Weil weiß ich, ob mir zum Geburtstag das Richtige begegnet oder einfällt, kann ich nicht versprechen. Und so halte ich das auch. Und ich finde das viel schöner, weil dann kommt es wirklich vom Herzen und nicht, wie du sagst, nach dem Datum. Ja. Ja, das ist so. Wir sind halt eben so gesellschaftlich so konditioniert. Bestimmte Feiertage, Ostern, dann kommt Pfingsten und das ist mir alles viel zu förmlich, viel zu vorgegeben. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich glaube, ich habe das auch, weiß nicht, ob ich das erzählt habe im Video. Also ich war auch als Kind schon überhaupt nicht so mit Geschenken. Das war mir peinlich eigentlich, wenn ich ein Geschenk bekam. Irgendwie war mir das ganz peinlich, weil dann die ganze Aufmerksamkeit auf mich gelenkt wurde. Und ich finde es einfach ganz schön, wenn man einen Impuls hat, man denkt an jemanden, also man geht wirklich intuitiv vor. Und dann ja, siehst du etwas, kannst du etwas basteln oder vielleicht auch etwas kaufen. Und dann schenkst du das dem Menschen. Und das finde ich gut. Ich finde, das kommt einfach dann aus dem Moment heraus. Und zum Beispiel auch, ja, was jetzt solche Geburtstage betrifft, heißt ja nicht, dass man genau an dem Geburtstag der Person etwas schenkt, sondern ich finde, der Geburtstag eines Menschen ist ja nicht an seinen Jahren gezählt, sondern an den Schritten, die er macht. Und so weiß ich das von der geistigen Welt, also dass sie nicht dann, wenn man Geburtstag hat, besonders intensiv an dem Tag da ist, sondern das ist alles ganz normal. Also die geistige Welt macht da überhaupt keinen Unterschied, aber es gibt Momente, ja, wo sie wirklich ganz stark kommen und sie sagen, das ist ein Tag, ein ganz besonderer Tag, so ungefähr, du hast wieder einen Schritt gemacht. Also ist man aus der alten Hülle, wenn man so will, ja, aus der alten Person etwas herausgewachsen und man hat tatsächlich eine Art Geburt erlebt. Und das haben wir auch bei unserer Tochter so gemacht. Ja, ich habe ein wunderbares Geschenk entdeckt. Für mich, für dich, für uns. Und ich blende es hier mal ein. Schau dir mal dieses Emoji an. Wie sieht denn dieses Emoji aus? Sieht so aus. Und als ich das gesehen habe und habe gesehen, dass es für was ganz anderes da ist, habe ich mir gedacht, das ist mir vollkommen egal. Und einige, die mir auf Telegram schon folgen, die haben auch schon gesehen, weil ich es gepostet habe in der Gruppe. Ich sage ganz einfach, dieses Emoji, und das möchte ich mit euch jetzt einfach mal so ausmachen, das können wir unter uns dann so handhaben, heißt, ich segne mich selbst. Weil, wenn ich mich selbst segne, und ich mache das jeden Tag, hast du nicht gedacht, ne? Na logisch. Dann mache ich das so, indem ich mich innerlich verbinde, da sprechen wir gleich mit Boris noch drüber, und sage einfach, ich segne mich selbst. Und dazu halte ich die Hände halt einfach über mich.
also so kurz über den Kopf oder so. Und dann fühlt mal, was fühlt ihr aus den Händen im Kopf? Ihr könnt dann auch, wenn ihr wollt, noch am ganzen Körper runtergehen. Ist aber nicht unbedingt erforderlich. Und dieses Geschenk, das möchte ich in Zukunft mit euch teilen. Immer wenn wir dieses Emoji dann mal sehen oder uns hier schicken oder in der Gruppe teilen, heißt das, hey, du segne dich mal selbst oder hey, ich segne mich gerade selbst. Boris, jetzt wollen wir aber mal über die Verbindung reden. Einfach sagen, ich segne mich selbst. Das nutzt nicht so sehr viel. Es geht um die innere Verbindung und damit dieser Segen jetzt auch richtig tief geht. Boris, wie mache ich das am besten? Ja, finde ich eine ganz schöne Erklärung. Also es ist ja auch so, dass wir durchaus sagen sollen, ich bin gesegnet. Das besitzt eine ganz besondere Kraft. Also man fühlt sich im Grunde, ich sage jetzt mal, vom Leben geliebt. Wenn du dir vorstellst, du nimmst es richtig in deinem ganzen Gefühl auf und du fühlst dich davon durchdrungen, die Akzeptanz, dass du ein göttliches Wesen bist, sagt dir schon, du bist gesegnet. Also braucht es eigentlich nur noch den Schritt dahin, dass man das nicht vergisst. Und der Segen, der hilft einem, sich selber daran zu erinnern, dass man ein göttliches Geschöpf ist und dass diese Unendlichkeit dieser Schöpfung, diese große Gegenwart der Liebe immer nur das Allerbeste für einen bereithält. Und davon sollte man sich nicht selber ausschließen. Also wenn man jetzt was anderes sagt, wie ich bin ein Esel oder ich kann das nicht oder ich bin voller Zweifel und man pflegt diese Worte, dann besitzen sie ja im Grunde genauso eine starke verehrende Kraft, nur nicht gleich bewertet wie jetzt der Segen, sondern eben viel mehr auf die Selbstverneinung gerichtet. Also würde das dann heißen, so ungefähr, ich bin nicht gesegnet. Und darauf sollte man achten. Also wenn man sagt, ich bin gesegnet, dann sollte man sich wirklich in seiner göttlichen Kraft fühlen und auch wissen, dass das total legal ist und berechtigt ist. Also die Haltung für mich im Weiteren bedeutet, dass ich einfach meine göttliche Natur nicht ausschließe. Setzt aber wieder voraus, dass ich in all meinen Handlungen natürlich mit mir übereinstimme, ja, dass ich... Ich kann ja nicht etwas leben, wo ich merke, das war jetzt nicht in Ordnung, das kommt von meinem Ego und ich lebe es weiter. Dann kann ich auch nicht mehr mit gutem Gewissen sagen, ich bin gesegnet. Also man schließt sich dann selber aus. Also daher, wenn ich sage, ich bin gesegnet, ist das ein, sagen wir einfach mal, ein Denkanstoß daran. Schau, du bist ein göttliches Wesen, lebe danach. Und wenn man jetzt nicht danach gelebt hat, dann kann man sich wieder an seine göttliche Natur anschließen und spüren, ja, das nächste Mal mache ich es wieder besser. Ich empfange aus der göttlichen Quelle Hilfe. Ich bin niemals ausgeschlossen. Ich bin immer geliebt und ich nehme mich wieder vollkommen an. Und dann ist man wieder im Segen. Und Segen heißt für mich auch, dass man, also zum Beispiel, es gibt ja Menschen, die sind begnadet zum Beispiel. Ja. Das heißt, dieser Mensch ist begnadet. Das heißt, er empfängt aus der göttlichen Liebe alles, was er braucht, so wie im Grunde ja jeder Mensch, aber es erkennt nicht jeder Mensch. Doch der begnadete Mensch, der sieht auf seinem Lebensweg ganz deutlich diese Zeichen des Lichtes, also die göttliche Führung oder die Kräfte Gottes, die dem Menschen zugetragen sind. Das heißt, eigentlich wird dieser Mensch von diesen wunderschönen Kräften so stark begleitet, dass dieser Mensch eben in diesem Segenstrom ist. Also hat er nicht wirklich gegen sich gelebt, und auch nicht diese göttlichen Kräfte ausgeschlossen, sondern sie stets mit einbezogen. Das liegt vielleicht tief in seinem Inneren, er weiß das nicht, aber es kommt so viel Schönes auf einen zu, nennen wir es ruhig beim Namen, einfach ein wirklich gutes Leben. Und dieser gesegnete Mensch, der erkennt das auch und ehrt das Göttliche in ihm selbst und lebt immer mehr danach. Und so schließt sich dann der Kreislauf zwischen dem menschlichen Leben, die Vereinigung praktisch zwischen Himmel und Erde, die Kräfte des Lichtes treten in das menschliche Leben und der Mensch drückt seine seelische Kraft aus. Und dieser Mensch ist gesegnet und er erkennt das und er kann gar nichts anderes sagen, weil von ihm auch nur diese Kraft ausgeht. Aber das sind natürlich wenig Menschen, die das von sich behaupten können. Weil die meisten Menschen sind das ganz stark an ihr äußeres Selbst gekoppelt. Es ist für sie wichtig, was sie als Person bekommen. Und Gott ist irgendwo noch da draußen. Und man hat vielleicht eine Erwartung an Gott, aber bis man erkennt, ja, ich bin das und ich bin immer gesegnet, ja, geht man einfach noch dort hindurch, durch diese menschlichen Denkweisen, bis man erkennt, es ist alles da, ganz einfach. Das ist im Grunde auch die Einfachheit, ja, die ja in uns bereits existiert, dass wir erkennen, es gibt keine Ferne zu Gott. Und das heißt eigentlich zusammengefasst, man ist begnadet oder gesegnet.
Das heißt, dann lebe ich ja in meinem wahren Selbst. Und du hast es eingangs so schön gegenübergestellt mit dem Ego. Und wie kann man das denn nochmal reflektieren? Ich lebe jetzt im wahren Selbst, oder? Ich bin gerade im Ego. Damit ich das mal besser erkennen kann, der Unterschied. Ja, der Unterschied wird einem eigentlich erst darüber bewusst, dass man über einmal die Stille, ja, die ist ja für mich sehr wichtig, über die Stille erzähle ich ja immer wieder, weil über die Stille ja der Verstand nicht existieren kann. Dort erleben wir direkt unsere göttliche Natur. Und erst wenn man die göttliche Natur in sich kennengelernt hat, also seine innere Welt, und man merkt, dass es in dieser inneren Welt völlig in Ordnung ist, dass es da keine Bewertung gibt über irgendwen noch über sich selbst, sondern du spürst von Natur aus, ist dir diese Liebe in deinem Inneren, die Akzeptanz von dir selbst und dass du so, wie du bist, völlig in Ordnung bist, einfach gegeben. Also das muss man mal kennenlernen und je häufiger man das kennenlernt, desto feiner oder sensibler wird man auch für die Wahrnehmung, was von dem Ego kommt. Also ob sich das Ego jetzt bedient, ob das Ego haben will, ob das Ego Einwände hat, sich gegen das Leben wehrt oder sich übervorteilt. All das wird einem dann erst bewusst. Und wir können ja nicht diese große Liebe imitieren. Wir können die nicht, ja, das funktioniert nicht. Sie ist immer nur echt oder sie ist nicht echt. Aber das selber an sich unterscheiden zu können, ist wahrscheinlich für den Menschen unmöglich. Er spürt es im Grunde nur an dem Frieden, den er in sich hat. Denn wenn der Mensch mit allem in sich, also mit seinen menschlichen Anteilen, Frieden geschlossen hat, dann trägt er in sich auch den Frieden anderen gegenüber. Also ist der Mensch wiederum gesegnet, weil von ihm etwas Göttliches ausgeht, das nicht menschlich eingefärbt ist. Ich glaube, das große Thema im Grunde ist, dass die wenigsten Menschen nach dieser Nähe zu Gott leben oder das überhaupt wollen. Das ist für mich total wichtig. Aber ich glaube nicht, dass es gibt wenig Menschen, die das wollen. Die meisten Menschen haben ein Bild von Gott, da ist da oben ein Gott und dem muss ich gerecht werden oder dem will ich gerecht werden. Oder das macht man so und so, weil das im Namen Gottes so sein soll, aber sie leben nicht danach. Also sie spüren es auch gar nicht. Und das ist ein riesiges Thema, aber es geht mir ganz einfach gesagt darum, dass man seine Göttlichkeit spürt und dass man erkennt, dass man nicht über diese Göttlichkeit bestimmen kann, sondern dass ich über die Stille erkenne, dass eine Kraft in mir lebt, in mir wirkt, die mich führt, die liebt, die überhaupt liebt und dass diese Kraft in uns allen existiert, dass es aber die Voraussetzung ist, dass ich als Person, als Mensch still werde, dass ich mein menschliches Leben zurücknehmen kann, zugunsten meiner innersten wahren Natur. Und dann lerne ich auch zu unterscheiden, was kommt vom Ego. Das kann ich vorher gar nicht unterscheiden, solange ich im Ego stecke, weil ich dann im Kopf bin, in der Vorstellung, im Verstand darüber, ja, wie jetzt das Göttliche doch passieren müsste. Sagen wir einfach, es passieren Ungerechtigkeiten auf der Welt. Und wir sagen, ja, wieso kann Gott das überhaupt zulassen? Da muss ich fragen, was hat Gott denn damit zu tun? Das sind Schöpfungen, die vom Menschen kommen. Und die meisten schmerzhaften Schöpfungen, die jetzt hier derzeit passieren, sind alles Menschenprodukte. Die haben nichts mit der Liebe, nichts mit der Gegenwart zu tun. Das passiert parallel. Und wenn man in sich, in seiner Herzenergie, in der Anbindung zum Göttlichen wirklich eingebunden und gefestigt ist, dann erfährt man etwas ganz Besonderes. Und das ist die Unverwundbarkeit. Weil das Göttliche von innen her einem die Kraft gibt, bei sich zu bleiben und das Unwahre vom Wahren zu unterscheiden und so auch bei der Liebe zu bleiben und in der totalen Akzeptanz, dass das, was passiert, entweder von außen kommt, dann gibt das Göttliche eine Fügung und hilft, oder du weißt genau, es kommt von Gott und du kannst es zu 100% akzeptieren. Also diese innere Einstellung und die Nähe zum Göttlichen, das ist eigentlich die Grundlage, überhaupt irgendwas unterscheiden zu können. Sonst ist ja alles draußen, ob das Ego oder Gott. Ist alles außen, aber nicht mehr, wenn man die Nähe und die Liebe zu Gott kennenlernt und dann nicht einen Gott, der von Menschen gemacht wurde, sondern eine Gottgegenwart, die allumfassend, allgegenwärtig ist und die vor allem da ist, die immer da ist, die auch jetzt da ist
zum Beispiel durch mich spricht es. Es spricht auch manchmal zu mir. Es sagt mir zum Beispiel, ich bin still. Auf einmal spüre ich Energie hier. Also ich sage, ich bin still als Mensch, sitze da und spüre eine fließende Kraft, ein Prickeln, eine Glückseligkeit. Und dann bin ich total übernommen von der Energie und dann fängt es an und spricht durch mich laut zu mir selbst. Und es sagt zum Beispiel, du bist Liebe. Und dann wird mir etwas erzählt, kurz etwas erklärt und ich höre zu. Aber interessant ist, dass das, was zu mir spricht, mein eigenes Ich ist, mein hohes Ich, mein wahres Selbst, das ja meine Person mit dem Du anspricht und sagt, du bist Licht, du bist Gott, du bist es und du wirst dich erkennen. Also wir machen eine Teilung und diese Teilung ist eben die Illusion. Aber wie will man die Illusion erkennen, wenn man selber in der Illusion steckt? Das geht erst dann, wenn man sich mit seiner inneren Quelle über die Stille verbunden hat und diesen äußeren Geist beruhigt hat. Du hast da schon eine Zuschauerfrage aufgegriffen, die nämlich ganz klar gefragt hat, wie kann ich denn das spüren? Wie kann ich das überhaupt unterscheiden? Ich bin jetzt im Ego oder ich bin in meinem wahren Selbst? Ich bin in der göttlichen Präsenz, weil das ist ja alles eins. Das ist ja so ineinander, sag ich mal, wabert, schwabert das. Wir sind ja nicht zack im Ego und dann machen wir klack und wir sind in der göttlichen wahren Präsenz, sondern wir sind ja immer im Ego und auch immer in der göttlichen wahren Präsenz. Aber das, wie kann man das mit dem Verstand, das ist ja eine Frage des Verstandes, da müssen wir mal ganz klar von ausgehen, mal üben oder sich selber fragen, wie kann ich das spüren, dass ich jetzt in der göttlichen Präsenz bin? Was ist der Unterschied zwischen jetzt bin ich im Ego und jetzt bin ich in der göttlichen Präsenz? Ja, einmal, solange man die Frage hat, ist man auf alle Fälle nicht in der göttlichen Präsenz. Denn wenn man da ankommt, dann ist man so erfüllt, von innen her erreicht und berührt, dass sowieso diese Fragen wegfallen. Ganz, ganz klar. Ja? Also wenn man die Frage hat, dann ist man außen. Und also wie kann man das unterscheiden? Das äußere Selbst, unser Ego, das inszeniert diese Themen Gott. Und solange gut, also genug Energie zur Verfügung steht, dann kann man sich auch gut fühlen. Und gut fühlen heißt, ja, auch, dass man einer Täuschung unterliegt. Denn man kann sich auch im Ego gut fühlen. Und dieses wirkliche sich gut fühlen, das ist viel mehr, wenn es in Gott ist. Es ist ein Erfülltsein. Und es ist, wie gesagt, mit einem besonderen Merkmal versehen. Und das ist der Friede. Wenn du total in deinem Frieden bist, dann weißt du bist auf einem ganz guten Weg zu dir selbst und auf dem Weg zur Liebe und zur Einheit. Also der Friede ist ein ganz, ganz deutliches Merkmal. Und der Friede bedeutet ja, dass man mal durch das hindurchgeht, was einen da immer wegführt, was einen nach außen führt. Man denkt ja, man hätte so vieles noch zu tun. Aber im Grunde, was sagen die hohen Meister, die aufgestiegenen Meister? Sie sagen immer, lass los. Weil das Leben kann einem ja gar nicht mehr geben, als man schon selbst ist. Ja, das ist toll. Du hast die Frage, die ich eben gedacht habe, schon empfangen mental. Also wir sind super verbunden, nicht nur elektronisch. Was führt mich denn von mir weg, wäre die Frage gewesen. Was sind denn das für Ablenkungen, die mich von meinem eigenen Ich wegführen, die das eine oder andere natürlich vollkommen okay sind? Wichtig ist nur, dass ich das auch erkenne, dass das von mir wegführt, damit ich wieder zu mir zurückkommen kann. Ungeduld. Klare Ansage. Das ist eine Ungeduld, weil man nicht ertragen kann. Das Ego hat ja eine besondere Schwäche, eine ausgeprägte. Das ist ja, es kann gar nichts ertragen. Also gar nichts, wirklich. Ich kann nicht mal den Erfolg vertragen. Schnappt auch über. Und wenn man jetzt sagt, man möchte sich dafür öffnen, also man ist bereit, da muss man auch durchhalten, da muss man Ausdauer an den Tag legen, dass wenn man jetzt zum Beispiel sich für die Stille öffnet, dass man nach einer Stunde, nach einem Tag oder zwei Tagen sagt, ja, bringt nichts. Das ist ja genau die Prüfung, dass ja solange das Äußere selbst noch aktiv ist und immer noch das Geschehen beobachtet und etwas von der Stille erwartet, es dann sicher nicht passieren wird. Und dann, wenn man angefangen hat zu vergessen,
worum man eigentlich in der Stille ist, wenn es gar nicht mehr darum geht, irgendein Ziel zu verfolgen, sondern einfach sagt, Leben, ich bin da, nimm mich, so wie ich bin. Und nimm mir fort, was ich nicht bin. Hilf mir, loszulassen, ich bin bereit. Und wenn man wirklich bereit ist, und das sieht das Leben, das blickt nämlich ganz tief rein, dann wird die Stille einfach passieren. Und dann wird auch diese Nähe zum Göttlichen passieren. Und dann ist es eigentlich auch keine Frage mehr von Geduld, sondern dann ist man eingehüllt in diesen Zustand, der einen von innen her übernimmt. Aber den meisten Leuten fehlt einfach die Geduld. Und die Geduld ist eine Frage der Zeit. Man rechnet mit, kalkuliert, man rechnet mit Stunden, Tagen, Monaten. Es gibt Leute, die sagen, ich meditiere jetzt so viele Jahre und habe noch nie wirklich diese Glückseligkeit erlebt. Dann muss man sagen, dann hast du noch nie wirklich meditiert. Dann bist du noch nie wirklich in deinen wahren Wesenskern vorgedrungen. Und auch dafür muss man eben ja, geduldig sein, dass man nicht nur einen Tag oder eine Stunde oder zwei Stunden meditiert, sondern dass man das in sich selbst, also den Wunsch, wirklich in diese Tiefe zu gelangen, einfach in sich trägt und dass das praktisch gesehen permanent vorhanden ist. Also wenn der Mensch von innen her, muss man sagen, von dieser Lichtenergie, von diesem Wunsch nach der Vereinigung mit dem wahren Sein so gesteuert oder gelenkt oder geführt ist, dann kann er gar nicht mehr anders. Also die Geduld ist im Grunde das Problem, dass man in einer zu schnellen Erwartung ist und das zeigt, ja, dass man noch stark an das Ego gebunden ist, weil das Ego wird sagen, nach einer Stunde Stille, jetzt reicht's. Aber irgendwann sagst du das nicht mehr, sondern du gibst dich total hin. Du bist ergeben, so muss man das sagen. Und das heißt ja nicht nur in der Stille, sondern du bist im Grunde ja in allem ergeben, hingegeben. Und das kann einen ja auch vielleicht anregen, mal über das Leben nachzudenken, wo man noch gierig ist. Und so kann man viel über sich selbst lernen. Und das ist sehr wichtig, über sich selbst etwas in Erfahrung zu bringen, also selbst über sein Ego. Ja, und dann ist, bitte? Dass man sich kennenlernt. Und genau. Und da sind wir nämlich jetzt gleich beim nächsten Schritt. Warum ändert man sich denn jetzt eigentlich nicht, wenn man das erkannt hat? Wüsste man doch eigentlich, ja, okay, dann müsste ich jetzt das und das anders machen. Ja, machen aber nicht die meisten. Warum? Was hindert die Menschen da dran? Was hast du für Erfahrungen da gemacht? Ja, das ist super, ja, dass du das sagst. Ja, warum ändert man das nicht? Man möchte ja vom Ego gerne die Seite loshaben, die ungemütlich ist. Ach so. In den meisten Fällen. Die positive möchte man ja nicht loshaben. Also funktioniert ja das äußere Leben. Aber ja, auch wenn man jetzt Schwierigkeiten hat, warum kann man die Schwierigkeiten nicht lösen? Also warum kann man seine Probleme nicht überwinden? Warum kann man gewisse Neigungen nicht überwinden? Das hat mit der Schöpferkraft zu tun und es hat mit dem Willen zu tun. Das heißt, die Willensenergie ist gebunden an unsere strategische Lebensweise. Also wir organisieren uns entsprechend in unserem Leben, wie wir Energie generieren, ob durch Menschen, durch Dinge, durch Verhaltensmuster, durch Glaubenssätze und so weiter. Und wir stellen dabei fest, dass ja unsere Schöpferkraft eine enorme Macht besitzt, nämlich dass sie uns an das gebunden hat, was wir bislang als positiv und angenehm und ja, begrüßt hatten, gebunden sind. Wir sind einfach mit unserer Willensenergie daran gebunden. Der Wille hat sich praktisch an diese Vorhaben gemäß unseres Wunsches gebunden. So, und jetzt stellt man fest, irgendwann geht die Rechnung nicht mehr auf, man ist damit nicht mehr glücklich, man möchte es jetzt loshaben. Aber es geht nicht einfach. Das, was man einmal gerufen hat, das verschwindet nicht so schnell. Deswegen heißt es ja, Wachsamkeit, ihr Mönche, ist alles. Das hat Buddha gesagt seinen Schülern. Pass auf, was du dir wünschst. Vor allem, wie stark du mit deinen Gefühlen etwas hineingehst, wie stark du etwas pflegst. Und es kommt tatsächlich auf die Handlungen an. Und ja, und damit hat es zu tun. Der Wille ist verliehen, abgegeben. Daraus resultiert Macht und Ohnmacht. Im Grunde hat jeder von uns immer die vollkommene Macht in seinem Herzen. Und die hat er der Liebe gegeben. Selber ist man völlig ruhig, weil man der Liebe die Macht übertragen hat. Das heißt, ich vertraue der Liebe und weil ich mich der Liebe hingebe, wirkt sie durch mich und ich gehe mit. Ich vertraue mich zu 100% an. Das wäre jetzt im besten Fall so. Der Mensch hat aber die Macht seinem Ego verliehen.
anderen Menschen, Gegebenheiten. Und solange das eben alles funktioniert und gut läuft, meckert keiner. Erst dann, wenn es nicht mehr funktioniert, dann fangen wir an, Fragen zu stellen. Bis dahin haben wir uns aber schon so sehr da draußen verloren, dass der Wille praktisch in 1000 Stücke gesplittert ist, in x Teilen unserer Persönlichkeit verankert und verwurzelt ist. Und das sind dann die Anteile, die sagen, ja, du willst doch das oder willst du denn nicht das? Und das zersplitterte äußere Selbst, das ist die ganz große Illusion. Wir sind aber über sie mit unseren Gefühlen und vor allem mit diesen starken Emotionen gekoppelt. Und die lassen einen einfach nicht in Ruhe. Das sind die im Unterbewusstsein abgelegten Anteile. Und die produzieren auch ein Gottesbild, ein Bild, ein Weg und ein Bild in das Licht und zur Liebe. Und ja, die projizieren einfach. Und dann lebt der Mensch mehr in der Projektion. Und das mal alles in die Ruhe zu bringen, muss man durchhalten. Und deswegen ist die Geduld so wichtig, dieses Ertragen können. Also genau das, was das Ego ja kaum kann. Es kann sich ja nicht ertragen in seinen Schwächen. Es leidet, es jammert, es weint, es flucht, es macht alles, was es kann. Es ist einfach aufgebracht. Und da muss man durchgehen, bis man in seine wirkliche Tiefe kommt und in diese Ergebenheit. Und ich sage dir, wie ich das vorher gesagt habe, davon bin ich immer noch überzeugt, dass eigentlich die wenigsten Menschen wirklich verstehen, was es heißt, einen spirituellen Weg zu gehen. Das heißt nämlich, diese göttliche Liebe kennenzulernen und die Liebe in sich. Und wir sind nicht die Macher. Und wir werden erst dann, wenn wir nicht mehr in diesem Machertum drin sind, feststellen, dass ich ja gar nichts machen muss. Wir denken ja auch nur, wir müssten irgendwas machen. Unsere einzige Bestimmung ist es zu sein. Und das Leben schlägt dir etwas vor. Es gibt dir in diesem Zustand des Seins einfach eine Variante. Es führt dich irgendwo hin, du gehst mit, du sagst ja, du sagst nein. Du bist frei. Nicht so wie jetzt, das Ego kommt und sagt, du musst etwas machen. Und bevor du ja überhaupt richtig wach bist am Morgen, denkst du schon, was du alles heute zu tun hast. Das ist alles fremdgesteuert. Ja, und das sind einfach die meisten Menschen. Deswegen sind sie auch nicht glücklich, nicht in der Energie. Deswegen ist die Geduld so entscheidend. Das hat Raphael auch immer zu mir gesagt. Geduld und Beharrlichkeit. Also die Beharrlichkeit bezieht sich auf das Überwinden dieser Instruktionen vom Ego, also von diesen Willenskräften, die an diese Schöpferenergie gebunden sind. Und die muss man im Grunde ertragen. Vielleicht noch kurz, sagen auch die Meister das, bevor man in eine Thematik, ja, in eine emotionale Thematik eintaucht, kann man noch sagen, stopp. Aber wenn man einmal in so eine emotionale Geschichte eingestiegen ist, dann wird die Schöpferkraft angekurbelt und dann ist man an diesen Strom der Schöpfung gebunden. Und laut Gesetz, also diese Schöpferenergie, reflektiert sich das alles wieder. Der Kreis schließt sich darüber, dass ich meiner eigenen Schöpfung begegne und mit ihr verbunden bin. Also ich kann mich nicht einfach dieser Schöpfungen entziehen, die ich produziert habe. Und wenn ich ganz in der Liebe bin, dann werde ich nichts aus meinem Ego erschaffen, sondern ich bin still und ich gehe einfach mit und ich erkenne in einem Zustand und nicht in einem Gefühl, nicht in einem ekstatischen Gefühl, sondern in einem, also ja, auf einem Ego-Gefühl, sondern ich spüre in der Ekstase des Seins die hundertprozentige Übereinstimmung. Ich bin Gott, ich spüre es und darin liegt Liebe, darin liegt Sanftmut, da liegt alles drin, was man sich ja im Grunde ständig wünscht, nämlich einfach glücklich zu sein. Ja, das ist, wow, sag ich nur, wunderbar. Mir ist noch eine Frage gekommen und zwar, du hast das eben so schön erklärt mit der Ergebenheit. Wie würdest du den Unterschied zwischen Ergebenheit und Demut definieren oder gibt es da überhaupt einen? Ja, also die Ergebenheit setzt mal voraus, ja, dass man sich überhaupt einer Situation gegenüber total öffnet. Und die Demut, die ist sozusagen wir als Menschen. Ja, wir brauchen die Demut, weil wir viele Meinungen haben von einer Sache. Aber wenn dir jetzt das Leben zum Beispiel eine Situation zuträgt, aus der du dich nicht lösen kannst, du musst vielleicht durch etwas Schwieriges durch, dann heißt es erst einmal Demut. Das heißt annehmen, weil im Annehmen liegt das Loslassen. Es heißt aber nicht, dass ich alles verstehe, sondern Demut heißt, ich nehme an, was ist, ich akzeptiere. Danach kommt dann diese Ergebenheit.
Also ist die Ergebenheit eigentlich die Grundlage dafür, wohl auch, dass ich die Demut geschehen lassen kann. Aber über die Demut wiederum erlebe ich auch das totale Ergebensein in Gott. Da schließen sich Kreisläufe. Und die Demut ist total wichtig als Beispiel. Ich glaube, ich habe es schon mal im Video gesagt. Also ich finde das irgendwie so ein gutes Beispiel. Du hast, dein Inneres sagt dir, geh links. Du denkst, aber rechts scheint die Sonne. Und die innere Stimme sagt, nein, geh links, okay, du gehst links. Und in dem Moment, als du links abgebogen bist, hat sich der Regen verzogen und die Sonne kam raus und es hat dann rechts geregnet. Aber woher, ja, hast du rebelliert und hast gesagt, nein, das verstehe ich nicht, wieso soll ich das machen? Ich habe keinen Schirm dabei. Und aus diesem ja, tiefen Verbinden mit dieser göttlichen Kraft, mit der Liebe, die ja in uns wohnt, das ist ja noch ganz wichtig, die ist ja innen, in uns und sie ist einfach immer da, sind wir ergeben und wir halten an gar nichts mehr fest, auch nicht mehr am Körper, an nichts. Also wer betet wirklich, zum Beispiel, ich bin bereit, für das Eingehen in das Licht alles zu geben. Bin ich da wirklich bereit? Und wenn man merkt, ja, man ist wirklich bereit, man kann das ja mal überprüfen, ob man das total ernst meint, dann merkt man auch, dass man einmal demütig ist, weil man dann alles annimmt, was kommt, das man vielleicht nicht versteht, und man ist total ergeben in dieser göttlichen Wahrheit. Weil man wirklich bereit ist, alles zu geben. So hat Raphael mal zu mir gesagt, wenn du alles haben willst, dann musst du alles geben. Wow, wundervolles Schlusswort. Boris, hab ganz herzlichen Dank wieder, dass du uns das so, so schön leicht verständlich jetzt erklärt hast. Ja, abschließend möchten der Boris und ich wieder unsere spannende Linie zwischen der Schweiz und Norddeutschland ziehen. Und diese Energielinie, die wird jetzt nach außen hin immer größer. Und wird auch dich erreichen. Schön, dass du wieder dabei warst. Und ich sage noch einmal, willkommen 2021. Willkommen, dass du wieder dabei warst. Dankeschön dafür. Und wir freuen uns, wenn du uns wieder so einen Daumen nach oben gibst, wenn dir das Video gefallen hat. Oder einen kleinen Kommentar schreibst. Das ist wunderbar. Ja, danke auch nochmal an der Stelle für die vielen schönen Spenden, die ich zu Weihnachten erhalten habe. Und welche Menschen, die auch die Fördermitgliedschaft gemacht haben. Nochmal dir ganz herzlichen Dank dafür. Ja, und in dem Sinne jetzt wieder, Chaka, geht's weiter. Wir wünschen dir wieder von hier aus alles Liebe.